Ja, man sollte ja auch ein gewisser Vorrat an Verbrauchsmaterial da haben. Schrauber, Dübel und so, da kommt noch mehr. Ich habe jetzt nächstes Jahr noch 3 Transporte. Da kommt noch wesentlich mehr, auch ein Werkzeug. Da kommt mein Kapsen, Zugsäge, wo ich gekauft habe und so weiter. Schweißgerät wollte ich noch her. Und also Werkzeug habe ich dann genug. Und wenn je Reparatur anfällt, das kann ich dann auch größtenteils auch selber machen. Ja, ich habe jetzt mal bei diesem Aufenthalt einen kleinen Versuch gemacht. Was bezahle ich denn hier, wenn ich mal einen Monat hier bin? Ja, ein öffentliches Verkehrsmittel zum Beispiel benutze, also kein Auto habe. Und gerade Roller habe ich nicht, gerade einen Roller. Fies. Ja, es ist. Wie viel braucht man denn? Weil es wird ja spekuliert, wie Ungarn mit ihrem Gehalt klarkommt. Also der Mindestlohn ist ja im Moment, glaube ich, 400 €, wird aber, glaube ich, erhöht auf 500 € oder so, wegen der Inflation. Also ich kaufe hier zum Beispiel sechsmal im Dorfladen ein für jeweils 6.000, 5.000 Forint. Das sind so 75 € über den Daumenpeil, vielleicht ein bisschen mehr, also je nachdem, was ein Wechselkurs. Und dann fahre ich in die Stadt zweimal, da zahle ich so jeweils 15.000 Forint, also nicht für die Fahrt, sondern was ich da kaufe. Sache, wo ich hier halt nicht so kriege. Das sind auch nochmal 75 €. Da ist eine 150 € sage ich mal, für Lebensmittel und Verbrauchsmittel. Und dann brauche ich Diesel, da kostet der Liter 700 Forint, 20 Liter, das sind so, ja, 36 €. Dann rechne ich mal meine Motorsäge, da brauche ich Espen, Öl, vielleicht einmal im Monat die Kette schärfen, 800 Forint. Und eine Zündkerze habe ich mit reingerechnet, das kommt immer drauf an, also ich brauche nicht jeden Monat eine Zündkerze, aber ich rechne mal so 15 € im Monat. Da habe ich Strom hier, habe ich jetzt 4 € gerechnet, aber die Stromrechnung ist eher, Moment, ich habe es ein bisschen mal überpeilt, das ist eher 3 € oder so, was ich hier im Monat habe. Also ich brauche, glaube ich, 25 kW oder so. Und dann habe ich noch, wie gesagt, öffentliche Verkehrsmittel, Busfahrt kostet hier 80 Cent. Da wäre ich bei, wenn ich da zweimal reinfahre, bei 3,60 ungefähr. Und was ich, also ich habe jetzt insgesamt, die Kosten habe ich gerechnet, das sind 200 € und da habe ich jetzt nochmal 50 € dazu gerechnet, weil ich mal irgendwann mal meinen Roller hier nehme. Da brauche ich auch noch ein paar Euro Sprit und auch mal irgendwann vielleicht eventuell auch mal Öl oder so. Das ist also so 250 € habe ich ausgerechnet, komme ich echt hin. Und bei diesen Ausgaben im Dorfladen bzw. in der Stadt, das sind auch erhebliches Einsparpotenzial. Also wenn ich es da wirklich drauf anlege, weil ich kaufe wirklich teure Lebensmittel teilweise. Und Butter zum Beispiel, hier könnte man Margarine kaufen. Dann kaufe ich teure Joghurt im Dorflader, der kostet hier viel mehr. Oder generell Dorflader. Also ich habe es gesehen, wo ich mit dem Bus gefahren bin. Habe ich oft Leute gesehen, die beim Einkaufen in der Stadt waren, die wirklich alles in der Stadt wohl kaufen, weil das einfach billiger ist. Das lohnt sich schon. Also ich gehe zwar in den Dorfladen, ich gehe da hin, das ist einfacher, wenn man da runterlaufen und dann vergisst man was. Aber ich denke, da ist noch mal Einsparpotenzial. Also die 150 € wo ich da jetzt für Lebensmittel gerechnet habe, ich denke, da kann man nur mal 30, 40 € wegnehmen. Das geht auch für knapp 100 € im Monat. Oder ja, ich kaufe Fertigpizza zum Beispiel, das ist aus, die kostet halt richtig Geld, sage ich mal. Oder den Backofen Pommes, das kann man, wenn man hier Kartoffeln kauft, kommt man hier natürlich billiger weg. Darum gibt es hier im Dorflader keine Backofen Pommes oder generell keine Pommes, weil die Leute sich das irgendwie selber machen, vermute ich mal. Also mit 250 € in Ungarn seid ihr relativ gut bedient. Da kommt ihr über die Runden. Voraussetzung ist natürlich kein Baumaterial kaufen oder so und Werkzeug und so, dass ihr das alles habt und Klamotten, wenn ihr die ganze Zeit irgendwie ein neues T-Shirt braucht oder so, dann ist ja genau bei den 50 €, da ist noch Waschsalon, gibt es hier in Zalaegerszeg, der kostet auch nicht so viel. Also ich habe es nicht genau anguckt, was er kostet, aber ja, guckt, das ist ein Automat, das ist eine Automatenwäscherei, das kostet auch ein paar Euro. Also das habe ich bei den 50 € wo noch übrig waren oder mehr oder weniger, habe ich noch ein bisschen reinkalkuliert, dass ich meine Klamotten mal richtig waschen kann. Ja, das setzt voraus, ich hab's, dass ich natürlich hier, natürlich kaum bei der Energie, dass ich natürlich eigenes Holz zum Heizen habe. Da brauche ich auch den Trecker und die Motorsäge. Die braucht man jetzt normal, wenn man jetzt ein normales Haus hat, jetzt ein normales Grundstück, braucht man das natürlich nicht. Aber da müsste halt Strom und Gas und Holz kaufen oder Kohle. Das habe ich natürlich umsonst. Und ich koche auf dem Ding natürlich. Ich habe keinen elektrischen Kocher. Also ich koche nur auf dem Ding. Das wird sich auch im Sommer nicht verändern. Da grille halt mehr. Oder mal einen Gaskocher habe ich auch noch da.
Ja, dann habe ich zum Beispiel Handy, habe ich ein Geschäftshandy. Das ist natürlich, wenn ich jetzt hier rüber machen würde, da wäre das natürlich weg. Aber ich würde mir auch kein neues Handy zulegen. Also ich in Zalaegerszeg gibt es das Einkaufszentrum, wo ich da immer hingehe. Die haben eine Wi-Fi-Zone vorm Kino. Und mit Sitzen, da kann man hinsitzen, da kann man auch dann ins Internet gehen und seine E-Mails abrufen. Also völlig kostenfrei. Das sind ordentliche Toilette. Also wenn man hier gerade aus dem Wald wie ich komme, da kann man sich auch mal die Pfote mal wieder richtig waschen mit Seife und so. Ja, es geht ja auch, das war jetzt ein Witz. Aber das ist tatsächlich, kann man hier mal ein ordentliches Klo benutzen. Und da kann man ins Internet gehen, da kann man auch irgendwas hochladen oder so. Und dann, wie gesagt, ich würde hier tatsächlich völlig ohne Handy oder so herkommen. Weil da, wenn ich so anrufe oder so, erreichbar ein paar E-Mails, das passt dann schon. Weil ich habe das gemerkt, das ist am besten, wenn man hier gar keine Informationen hat, gerade was in Deutschland abgeht. Da könnte ich nämlich immer hier die Wände hochgehen. Wenn ich die Nachricht da bloß einmal durchlese, dann weiß ich das, was in Deutschland wie Bekloppte lebt. Also gerade noch Neujahr, ich sage nur Stichwort Neujahr und sowas. Das packe ich manchmal gar nicht mehr. Ja, also es gibt ja, wie gesagt, es gibt ja Rechnungen und ich weiß, dass es in Ungarn Hartz-IV-Empfänger gibt oder Bürgergeldempfänger. Das habe ich schon jetzt ein paar Mal mitbekommen. Die haben noch eine Mailadresse in Deutschland, leben aber in Wirklichkeit in Ungarn. Und die haben ja ein relativ gutes Leben, sage ich mal, weil, wie ich schon gerechnet habe, 250 Euro, das ist die Hälfte vom Hartz-IV-Bezug und der Rest können sie hier auf den Kopf hauen. Dazu kommt dann noch Heizkostenpauschale in Deutschland. Ich glaube, bei mir wäre das so 2.500 Euro für Holz, wo man extra noch im Jahr dazu kriegt. Also da kann man schon ganz schön gut leben in Ungarn mit dem Geld. Man muss immer im Hinterkopf behalten, wie ich schon erwähnt habe, der Mindestlohn in Ungarn ist bei 400 Euro, also für Ungelernte. Da gibt es genug bei uns im Dorflader zum Beispiel. Da arbeitet drei Frauen drin in dem Laden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie 1.000 Euro netto verdienen oder so. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass der Laden das hergibt. Oder viele andere Bereiche. Gerade ein Bau, es gibt hier so einen Großgrundbesitzer hier. Also dem gehört, glaube ich, auch sehr viel Wald. Und der macht Holz, was weiß ich, was der alles macht. Und der hat, glaube ich, auch sechs oder sieben Angestellte hat er. Da läuft einer immer bei mir im Haus vorbei, der wohnt im Nachbarort. Und ich glaube nicht, dass sie so gut verdient bei dem. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Weil sonst habe ich jetzt eigentlich nichts, also wer da Anmerkungen nur hat, also ich habe es jetzt mal durchgerechnet, vielleicht ist da ein Fehler in der Rechnung irgendwie, aber ich habe es jetzt echt mal durchgerechnet. Ja, dann kommt noch, was ich noch habe, ist diese Städtetrips, die ich mache, zum Beispiel Pegs war ich ja, wie lange war ich da, 2 Nächte, also ich bin hinfahren mit dem Zug, das hat mich 2.600 Forint, glaube ich, kostet, das sind 6 Euro hat es, glaube ich, ja, einfache Fahrt. Also, nee, das war billiger. Ich glaube, 10 Euro habe ich bezahlt hin und zurück. Das war billiger. Ich habe es echt nicht mehr im Kopf. Aber auf jeden Fall habe ich 10 Euro oder so bezahlt hin und zurück. Mehr war das nicht mehr. Mit dem Zug. Da habe ich für den Trip insgesamt, also für 2 Nächte Übernachtung, und zwar war ich da mal 4-Sterne-Hotel. Das hat mich 90 Euro über Booking kommen. Das war reduziert. Das hat mich 90 Euro gekostet mit super Frühstück. Dann könnt ihr mein Video dazu angucken, da sieht man auch das Frühstücksbuffet. Das hat mich 90 Euro 2 Nächte gekostet. Und also insgesamt hat mich der Trip 150 Euro gekostet mit Fahrt, Essen. Und ich habe echt eine coole Zeit gehabt. Zum Beispiel, also das kann man sich da echt, wenn man wenig Geld hat, kann man hier wirklich noch was machen. Man kann es auch noch reduzieren. Man kann, wie gesagt, man braucht nicht unbedingt so ein Hotel nehmen. Also ein Page kann man auch für 2 Nächte für 30 Euro irgendwo absteigen. Das geht auch noch. Da habe ich auch ein Hotel gesehen. Aber das muss ja nicht sein, wenn man das Geld hat. Man lebt nur einmal. Also selbst das ist, wenn man hier in Deutschland Hartz IV oder so bezieht oder